Hallo und willkommen zu einem neuen Ocugen-Video. Wir wollen uns die aktuelle Struktur anschauen. Wir sehen hier bei Ocugen nach wie vor seit diesem Tief im Oktober 23, welches ja entweder eine Welle 2 darstellen kann oder eine Welle B, dass wir drei Wellen nach oben identifizieren können. Also ich sehe noch keine zuverlässigen 5 Wellen. Das heißt, ich kann hier noch nicht sagen, dass Kreis 1 schon fertig ist. Also das finde ich nicht zuverlässig, sondern für mich ist das eine dreiteilige Bewegung, eben in einem Diagonal aus verschiedensten Gründen, die wir in den letzten Videos auch immer wieder erläutert haben. Aktuell geht es einfach darum, wir haben ja hier eine Unterstützungszone, auf die hat der Markt jetzt schon mehrfach reagiert, jetzt zum zweiten Mal. Ich weiß gar nicht, ob wir die hier auch schon hatten, da war es zum dritten Mal. Denn das war ja hier gemessen, also diese Unterstützungszone, die definiert ist, zwischen dem 50er Retracement und dem 23,6er Retracement, also zwischen 1 Dollar und 1,48 Dollar, die ist ja definiert anhand der Länge der dritten Welle. So, wenn man sagen, okay, wir haben hier eine Welle 1, eine 2, das ist die 3, dann kann man damit eben die Unterstützung definieren für eine Welle 4. Und das ist halt, weil es halt nur ein Diagonal nach oben ist, ist das nicht eine so relevante Unterstützungszone. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber da wir es ja hier mit ABC-Strukturen zu tun haben, ABC in der 1, ABC in der 3, wissen wir, dass eine Welle 4 in einem Diagonal auch gerne tiefer laufen darf. Das wäre jetzt nicht irgendwie invalidiert. Allerdings sähe das ein bisschen komisch aus, was die Proportionen angeht. So oder so haben wir hier diese Unterstützungszone und er hält aktuell das 1-Dollar-Niveau, also er hält da drüber und hat jetzt erneut reagiert. Wir hatten ja bereits die Reaktion hier im April, Anfang April, dann nochmal hier Ende April und jetzt schon wieder. Und er ist schon wieder aus dieser Unterstützungszone, aus diesem sogenannten, ja, man kann sagen Trendwendebereich, aus diesem Trading-Bereich nach oben ausgebrochen. Es ist halt möglich. Gehen wir einfach mal davon aus, dass hier ist jetzt eine Welle 4 irgendwie, ne? Und die Welle 1, also die Welle 5, oder sagen wir mal, die große Welle 1 läuft noch. Ja? Gehen wir einfach mal davon aus, wir sind noch nicht in der Welle 2. Weil das könnte man dann nochmal überlegen, wenn er halt unter die 1 Dollar bricht. Aber das ist, da sind wir ja aktuell gar nicht. Also wollen wir das mal ausblenden, auch der Einfachheit halber. Und dann kann man halt sagen, okay, wenn das hier irgendwie eine Welle 4 ist, dann kann die zum einen halt schon ausgebildet sein. Dann wäre nämlich das Tief hier schon drin. Das war auf jeden Fall eine schöne ABC-Struktur. Und dann wären wir jetzt in der Welle 5 nach oben. Wie auch in den letzten Videos schon erwähnt, dann kann das nämlich eine Welle A gewesen sein. Ist das hier eine Welle B? Es ist ein dreiteiliger Rücksetzer gewesen. Also es sieht etwas mehr aus wie das weiße Szenario. Denn wir hatten, also das hier will ich nicht als klaren Fünfteiler bezeichnen, aber auf jeden Fall sieht das eher aus wie ein dreiteiliger Rücksetzer. Das heißt, Welle A nach oben. Die kann ja drei- oder fünfteilig sein. Es passt ja alles in den Count. Dreiteilige Abwärtsbewegung. Jetzt könnten wir halt in der fünfteiligen C-Welle nach oben laufen. Ich habe natürlich jetzt hier keinen klaren Micro-Count bei diesem Stückchen hier. Aber wenn das jetzt die Welle C ist, dann sollte sie, wenn nochmal wer sich wundert, die Welle 5 ist eine ABC-Struktur, weil ist ja ganz klar, die Welle 1 ist eine ABC, das sieht man ja hier. Und auch die Welle 3 ist ja eine ganz klare ABC-Struktur. Das heißt, wir haben auch hier bei der Welle 5, müssen wir eine ABC annehmen. A, B, C. Und wir können anhand der Daten, die wir haben, einen idealen Zielbereich für die Welle C definieren. Nach oben. Dieser beginnt beim 100% Extensionsniveau bei 2,12 Dollar. Da muss ich aber ganz klar sagen, das wäre eine relativ schwache fünfte Welle allgemein, ja. Weil der ja dann nicht mal ein neues Hoch macht. Aber man müsste auf jeden Fall auf dieses Niveau mal achten. Dann haben wir die 2,44 Dollar, das wäre schon eher realistisch. Und dann die 2,67 Dollar. Das sind anhand der internen Struktur der Welle 5 die gemessenen wichtigen Niveaus. Und da könnte man auf jeden Fall mal drauf achten. Voraussetzung ist jetzt natürlich, dass wir das letzte Tief halten. Also das Tief vom 25. Juni muss halten. Das ist hier definiert bei 1,15 Dollar oder wurde da ausgebildet. Wenn das halt nicht hält, dann ist die Idee, dass die C-Welle begonnen hat, ja invalidiert. Also ihr müsst ja mit jeder Analyse, müsst ihr immer wissen, was sind die Niveaus, die eben zur Invalidierung führen. So, das ist halt ganz klar, das Niveau. Und jetzt können wir mal schauen, gibt es hier noch eine Trendlinie, die man vielleicht... Ja, da würde ich auch nochmal drauf achten, auf die Trendlinie. Das ist nämlich Widerstand. Es ist nicht so wichtig aus Elliott-Wave-Sicht, aber könnte mir vorstellen, dass der da mal reagiert.
Ja, und ansonsten, wenn er da aber drüber bricht, dann wäre das wahrscheinlich nochmal ein besserer Hinweis, dass wir tatsächlich in der C-Welle nach oben sind. Ja. Gut, was könnte noch passieren? Naja, es könnte sein, dass sich hier irgendwie eine Art Dreieck ausbildet. Das könnte ich mir auch noch überlegen und auch vorstellen. Also, dass er sowas hier macht. Ne? Ganz wichtig, ist eine Welle 4, die kann auch ein Dreieck sein. Aktuell nicht erwartet, aber muss man darauf vorbereitet sein. Ja, und ansonsten gibt es da eigentlich nicht viel zu sagen noch. Die Invalidierung wisst ihr, kennt ihr jetzt. Das Aufwärtsziel kennt ihr auch. Wir können das aber nochmal abgleichen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, die C-Welle läuft, da kann man ja zum Beispiel jetzt auch mal sagen, okay, was gibt es denn noch für Methoden, ein Ziel zu berechnen? Naja, wir können die Länge der Welle 1 bis 3 nehmen, Wellen 1 bis 3, und gehen mal ans Tief der Welle 4 und würden dann nach dem 61,8er Extensionsniveau schauen. Das ist auch nochmal so ein wichtiges Niveau, und das 38,2er. Gucken, ob die Sinn machen überhaupt. Das 38,2er zeigt auf die 2,24 Dollar, auf das 2,24 Dollar Niveau. Das heißt, da ist nochmal ein zusätzliches Niveau, auf das man achten muss. Da oben 3,43 Dollar, na, vielleicht eher als Stretch-Target, also eher optimistisches Ziel. Mal sehen, ob wir da überhaupt hinkommen. Aber aktuell kann man jetzt mal schauen, okay, bricht er hier aus diesem aus dieser Struktur nach oben aus, und dann kann man die 2,12 Dollar als nächstes ins Auge fassen und dann die 2,24 Dollar. Aktuell also könnte man mal davon ausgehen, dass die Welle 5 am Laufen ist, aber ist noch ein bisschen früh, das wirklich zu bestätigen. Wichtig ist ja immer, dass wir halt die Reaktionen auf die relevanten Niveaus bekommen, denn die kann man ja nutzen, um auch einzusteigen und zu traden und zu schauen, wo soll er reagieren. Er hat jetzt erneut auf das 38,2er hier reagiert, und das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Aber selbst wenn er jetzt nochmal hier runterläuft, solange halt, wie gesagt, die 1-Dollar-Marke hält, kann man mal schauen, ob er hier eben entsprechend weiter nach oben direkt läuft. Unter dem Dollar-Niveau, muss ich sagen, wird dieser Chart sehr unklar. Also wenn er jetzt keine fünfte Welle ausbildet und dann unter die 1-Dollar-Marke bricht, haben wir eine sehr unklare Struktur, die auch nicht mehr interessant ist in meinen Augen, weil dann haben wir nur drei Wellen rauf und er hat in der ABC-Struktur einen Top gebildet. Es ist ja nur eine dreiteilige Struktur. Klar kann man jetzt sagen, aus Hopium-Sicht, ja, okay, vielleicht hat er die 1 schon gemacht, aber das wäre dann nicht klar. Das ist für mich kein klarer Fünfteiler nach oben. Das würde dann mit, also beide Augen zugedrückt und hier, also Hoffnung, ne? Prinzip Hoffnung, das ist halt, klar kann man das auch traden, aber da muss man halt ein bisschen vorsichtiger sein. Muss man sowieso bei der Aktie hier, also das ist natürlich jetzt, habe ich ja schon mal gesagt, das ist eine hochspekulative Aktie auch, die ich auf diesem Kanal natürlich verfolge, weil es euch interessiert. Ja, macht keinen Sinn, wenn ich kann 10 Mal Google analysieren, es guckt keiner. Deswegen, die Zeit ist wertvoll, ne? Und auch eure Zeit, und wenn es euch interessiert, umso besser. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, bitte ein Like da lassen, Abo und einen Kommentar, und habt einen schönen Abend. Bis dann, ciao, ciao.